Seit dem 13. Juli läuft Mission Impossible Dead Reckoning Teil 1 in den deutschen Kinos. Die Blockbuster-Marke mit Tom Cruise in der Hauptrolle begeistert Actionfans nunmehr seit dem Jahr 1996. Was auf der Kinoleinwand gut funktioniert, das klappt hin und wieder auch als Spielumsetzung. Am 16. Juli 1998 erschien Mission Impossible Expect the Impossible auf dem Nintendo 64. Einige Monate später kam noch eine Version für Sonys PlayStation 1 hinterher. Zum 25-jährigen Jubiläum des Klassikers und passend zum Filmstart haben wir uns erneut auf eine unmögliche Mission begeben und den Titel von Entwicklerstudio Infogrames durchgespielt. Selbst populäre Stealth-Marken wie Hitman und Splinter Cell haben sich an einigen Features des Spiels orientiert. Wie im Film auch dreht sich im Spiel alles um die Abenteuer von Ethan Hunt. Bei prekären Einsätzen kommt Jim Phelps, Leiter der unabhängigen Spionageagentur IMF, immer wieder auf den zuverlässigen Agenten zurück. Als Phelps die Nachricht erhält, dass eine Terrororganisation plant, ein anderes Land mit Raketen unter Beschuss zu nehmen, schickt er Hunt zu seinem ersten Auftrag in eine versteckte U-Boot-Basis. Wir übernehmen ab diesem Zeitpunkt die Kontrolle über den Agenten. Doch schon bald darauf erhalten wir die nächsten schlechten Nachrichten, denn ein Teil unseres Teams wurde in Prag gekidnappt. Außerdem wurde die sogenannte NOC-Liste gestohlen, auf der die Identitäten aller IMF-Agenten festgehalten sind. So entsteht eine Hetzjagd über den Globus, bei der wir zwischendurch auch zum Gejagten werden. Die Story hat einige Wendungen parat, die teilweise dem Film von Brian De Palma aus dem Jahr 1996 entsprechen, sich manchmal aber auch davon unterscheiden. Wie immer gilt, sollten Sie oder ein Mitglied Ihres IMF-Teams gefangen oder getötet werden, wird der Minister jedes Wissen von Ihrem Einsatz abstreiten. Diese Nachricht wird sich innerhalb von 5 Sekunden selbst zerstören. Viel Glück, Jim. Alle Mann auf Ihren Posten? Neben Hunt und Phelps spielen außerdem einige andere Figuren aus dem Film ebenfalls eine Rolle. Ethan bekommt beispielsweise Unterstützung von Sarah Davis, Luther Stickle und Krieger. Die engste Vertraute des Agenten, Candace Parker, gibt's dagegen nur in der Spielumsetzung. Ähnlich sieht das bei den Missionen aus. Die meisten sind zwar eigenständig, doch zwischendurch gibt's etliche Aufträge, die an Szenen aus dem ersten Mission Impossible-Film erinnern. Mit dem Unterschied, dass wir diesmal in der Haut von Ethan Hunt stecken. In der russischen Botschaft in Prag müssen wir beispielsweise ein Feuer vortäuschen und unsere gefangen gehaltenen Teammitglieder aufspüren. Da wir mit unserer Aufmachung jedoch nicht weit kommen, ist zunächst der Attaché des Diplomaten unser Ziel. Hinterlistig locken wir ihn aus seinem Zimmer, indem wir auf einem Klavier die Hymne seiner Heimatstadt spielen lassen und stoßen mit einem präparierten Getränk mit ihm an. Auf der Toilette überwältigen wir ihn und schnappen uns mit einem Gesichtsimitator seine Identität. Schon haben wir Zugang zu den privaten Bereichen. Die wohl bekannteste Szene des Films hat es ebenfalls ins Spiel geschafft. An einem Seil befestigt lassen wir uns zum Großrechner der CIA herunter, um die NOC-Liste herunterzuladen. Auf dem Weg nach unten müssen wir zusätzlich Laserstrahlen ausweichen, die uns entweder Schaden zufügen oder Alarm auslösen. Den Boden dürfen wir natürlich auch nicht berühren, sobald wir auf Höhe des PCs hängen. Am Ende heißt es noch schnell die Flucht ergreifen, bevor der Operator zurück in den Raum kommt. So ein Geheimagent hat's halt einfach nicht leicht. Und sogar eine Zugmission bekommen wir geboten. Und das viele Jahre vor Uncharted 2. Zunächst müssen wir uns in den Waggons einen Weg vorbei an den Schergen eines Spions bahnen. Dabei dürfen wir auf gar keinen Fall panisch umherlaufende Zivilisten erschießen, denn dann ist der Auftrag sofort gescheitert. Langsames Vorgehen ist wichtig. Schließlich kann hinter jeder Ecke einer unserer Widersacher lauern. Noch spektakulärer wird es sogar direkt im Anschluss. Wie auch im Film leisten wir uns nämlich eine Verfolgungsjagd auf dem Dach des fahrenden Hochgeschwindigkeitszuges. Unsere Figur kommt dabei deutlich agiler voran als der Film Ethan. Das ist zwar unrealistischer, aber sorgt für mehr Action, denn unsere Gegner ballern von allen Seiten auf uns. Manche Feinde klettern durch die Dachluken heraus, einige schießen aus fahrenden Autos auf uns und sogar mit Helikoptern werden wir angegriffen. Glücklicherweise finden wir anfangs in der Mission einen Mini-Raketenwerfer, mit dem wir uns auch gegen die Gefahr von oben erwehren können. Für die damalige Zeit waren die Aufträge wirklich spektakulär und äußerst abwechslungsreich.
Dafür sorgen auch verschiedene Spielmechaniken. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Stealth-Gameplay. In den größeren Arealen schleichen wir uns an Wachen, Suchscheinwerfern und Überwachungskameras vorbei. In den kleineren Bereichen ist es meistens unser Ziel, eine bestimmte Verkleidung zu finden. Was sich nach Spielen aus der Hitman-Reihe anhört, funktioniert im Grunde auch so. Sobald wir mit Hilfe des Gesichtsimitators eine Gestalt angenommen haben, können wir nur noch durch das Ausrüsten einer Waffe entlarvt werden. Da Hitman Codename 47, der erste Teil der populären Marke, erst über 2 Jahre später auf den Markt kam, kann Mission Impossible in manchen Punkten durchaus als Vorbild bezeichnet werden. Allerdings bietet es deutlich weniger Freiheiten als die Abenteuer von Agent 47. Wir kommen in den meisten Missionen nicht drum herum, eine bestimmte Identität anzunehmen. Ansonsten lassen sich manche Abschnitte schlichtweg nicht abschließen. Stattdessen führt das Spiel eher linear durch viele Aufträge. Sollte unsere Tarnung einmal auffliegen, müssen wir auch hin und wieder Schusswaffen einsetzen. Zur Auswahl haben wir meistens eine Pistole, einen Elektrobetäuber und eine Pfeilpistole, die Gegner nur ausnockt. Ob wir Feinde töten oder betäuben, hat in den meisten Fällen keine Konsequenzen. Es gibt allerdings Missionen, da ist es uns nicht erlaubt, mit scharfer Munition zu schießen. Zivilisten sind, wie bereits erwähnt, ebenfalls tabu. Die heimliche Variante funktioniert ohnehin deutlich besser, denn das Zielen und Ballern geht nicht gerade leicht von der Hand. Wenn wir es mit vielen Widersachern gleichzeitig zu tun bekommen, sollten wir uns zwischendurch immer wieder Deckung suchen. Ein paar Missionen unterscheiden sich zudem komplett von allen anderen. Neben dem Abseilen zum CIA-Großrechner haben wir zum Beispiel auch noch einen Auftrag in der Londoner Waterloo Station. Wir schlüpfen dort in die Rolle von 2 Scharfschützen und müssen Ethan am Bahnsteig vor Angreifern beschützen. Besonders schwierig dabei, wir dürfen erneut keine unschuldigen Leute erwischen. Klingt einfacher als es ist, denn die Entwickler lassen die Person gerne in die Jackentasche greifen, um ein Getränk oder ihr Handy herauszuholen. Ein Schuss aus Panik wird also ziemlich schnell bestraft. Für Abwechslung sorgen auch viele unterschiedliche Gadgets der IMF. Mit einem Blasrohr knipsen wir diskret eine Zielperson aus. Sprengstoff-Kaugummis benutzen wir zur Ablenkung und mit einem Video-Freezer blockieren wir die Übertragung der Überwachungskameras. Kurze Knobelabschnitte gehören ebenfalls zum Gameplay. Die Rätsel sind allerdings nicht außergewöhnlich anspruchsvoll. In einigen Aufträgen im Freien stehen uns für eine bessere Übersicht 2 Kameraperspektiven zur Verfügung. Eine an bestimmten Stellen fest verankerte Kamera, die wir nicht frei bewegen können, und eine Third-Person-Ansicht. Sobald wir zielen, haben wir außerdem die Möglichkeit, uns umzusehen. Das ist nicht wirklich elegant gelöst und auch ein Grund, warum die Schusswechsel ordentlich Probleme bereiten. Die Steuerung ist nicht gerade das, was wir heutzutage unter direkt verstehen. Schon zur damaligen Zeit gab es Spiele, die das deutlich besser lösten. Die Lebensanzeige als Zündschnur am unteren Bildschirmrand und auch das Auswählen von Waffen und anderen Ausrüstungsgegenständen sind dagegen ziemlich praktisch eingebunden. Wir müssen beispielsweise nicht den Weg über ein Menü gehen, sondern können Knarren sowie Gadgets direkt per Tastendruck wechseln. Für ein Spiel aus dem Jahr 1998 schon sehr fortschrittlich. Zu guter Letzt kommen wir noch zur Technik. Und da fangen wir einmal mit einem Punkt an, durch den Mission Impossible zu einem Klassiker für die Ewigkeit gemacht wurde. Dem Soundtrack. Spätestens jetzt dürfen alle die Melodie des berühmten Theme von Mission Impossible im Ohr haben. Das Original ist direkt im Spiel enthalten und schallert uns während einiger Missionen entgegen. Da macht das Zocken doch gleich noch mehr Spaß. Die Grafik kann sich insgesamt ebenfalls sehen lassen. Die Charaktermodelle sehen zwar alle sehr steif aus, das fällt vor allem in Gesprächen auf, aber es gibt auch deutlich schwächere Produktionen in diesem Bereich. Die Umgebungen sind dagegen ziemlich detailliert und in Spiegeln sehen wir unser Ebenbild und sogar das anderer Figuren. Das bekommen manche Spiele bis heute nicht hin. Auf der PlayStation 2, der Xbox, dem GameCube und dem Game Boy Advance erschien mit Operation Surma im Jahr 2003 sogar noch ein zweiter Teil, der ebenfalls nicht allzu schlecht bei Spielern und Medien ankam. Danach wurde es allerdings ruhig um Videospieladaptionen der Marke. Wir finden, das ist eigentlich sehr schade und darf sich gerne in Zukunft mal wieder ändern. Wie immer gilt, sollten Sie oder ein Mitglied Ihres IMF-Teams gefangen oder getötet werden, wird der Minister jedes Wissen von Ihrem Einsatz abstreiten. Diese Nachricht wird sich innerhalb von 5 Sekunden selbst zerstören. Viel Glück, Jim.